Also wir sind auf dem Love-Pedalo, weil wir zwei während Corona unsere Liebe gefunden haben und unsere Begleitung trotz Corona ihre Liebe sozusagen noch weiter bestanden hat, weil ihnen hat wirklich Corona gerade so richtig viel Scheiß bereitet. Ausser das Licht. Ausser das Licht. Ich bin während dem Lockdown auf viel Velo gefahren und dann ein bisschen neue Wege ausprobiert. Und eins von diesen Wegen ist eben auch an seinem Küchenfenster vorbeigegangen. Und er hat in dem Moment auch gerade noch rausgeschaut. Und dann hat es dann eine Kaffee-Einladung daraus und noch ein bisschen mehr. Wo ist das Lied? Wo immer die Rettung war, ist die beste Medizin, wenn nicht mehr klingt. Also gesagt, ich habe noch geschrieben. Eben, sie soll doch einfach das nächste Mal, wenn sie vorbeifahren, auf einen Kaffee kommen. So, ganz simpel. Aber ich habe mich einfach zuerst noch von einem Lastwagen überfahren lassen, bis er sich dann erweicht hat. So wirklich. Ich hatte einen kleinen Unfall mit dem Lasterlicht, bin über die Kühlerhaube abgestiegen. Und er ist Physiotherapeut und hat mich dann nachher wieder zusammengelegt. Wo ist das Licht? So wie damals wieder da. Wir sind auf das Love-Pedalo gekommen, weil wir zwei unsere Liebe während Corona gefunden haben und zum anderen dort hinten noch den Super-GAU dabei haben, wo wirklich innen hat Corona so richtig alles versaut. Und das ist jetzt wirklich so die schönste Wiedergutmachung, glaube ich, die zwei jetzt noch können, ja, mitnehmen. Wohne ich ganz allein im Garten. Wartet dann auf sie und es ist gar niemand grosser, das Lied. Wir haben ein bisschen Pech gehabt, weil wir unsere Hochzeit sozusagen zweimal haben müssen, organisieren mussten. Als allererstes haben wir eine Kirche gehabt und dann ist die innen ausgebrannt. Dann haben wir die Kirche müssen neu organisieren in der kürzesten Zeit. Und dann ist Corona gekommen, dann haben wir müssen die kirchliche Hochzeit absagen und das nochmal verschieben. Und umplanen und dann das Gleiche nochmal für die Flitterwoche. Aber wir sehen es eigentlich relativ positiv, weil jetzt haben wir Übung und beim zweiten Mal klappt es viel besser als aktiv. Und jetzt haben wir noch das Loveboat gewonnen und das ist wunderbar. Also ich genieße es. Und alles ist wieder, wie es muss sein. Schau, wie wir fliegen, ein Flugmodus drin bis in Süden. Ein Frisch aus dem Nest, schon der Schnabel offen. So viel Eier, wir müssen nicht in die Schale kommen. Für uns ist das jetzt halt so das erste, also sicher das erste gemeinsame Konzert und dann noch auf dem See und dann noch das erste Pedalo. Also wir sind übrigens auch das erste Mal zusammen auf dem Pedalo. Und ja, es ist alles so, ganz viele erste Male jetzt so nach der doch ein bisschen Straubenzeit und ja, wir geniessen es zumindest. Schau den Tag an, komm, schau uns zwei, schau euch an, frisch aus dem Main. Schau den Tag an, komm, schau uns zwei. Nur so ein Song, eine Melodie und all die Kater verschwinden im Gebüsch.